Moin Leute, herzlich willkommen zur nächsten Folge hier bei Let's Play Cities XXL und ja, eine schlechte Nachricht. Ja, das Spiel ist in der letzten Folge ja wieder abgestürzt. Die gute Nachricht ist allerdings, dass dieser ganze grüne Anstrich, den wir gemacht haben, der ist wieder weg. Ja, es gab zwischendurch so einen kleinen Patch über Steam, der automatisch runtergeladen wurde. Ich habe den mal so ein bisschen durchgeguckt, aber naja, das waren halt schon so ein paar Bugs, Performance-Änderungen und so weiter und so fort, dass man zum Beispiel nach dem Laden jetzt nicht wieder den kompletten Handel wieder neu machen muss. Naja, auf jeden Fall haben wir jetzt, ja, wir wurden leicht wieder zurückgesetzt in die Vergangenheit, das macht aber nichts, wir sind jetzt wieder kurz vor der 500.000 und werden da jetzt einfach mal drauf hinarbeiten. Ich werde den Bulldozer nicht mehr anfassen, erstmal, nur noch den einzelnen. Und, naja. So, ich habe so ein bisschen die Musik mal leise gedreht und die anderen Töne ein bisschen lauter. Und ich muss mich jetzt selber erstmal wieder so ein bisschen hier zurechtfinden. Also, wir schauen als erstes mal auf die Bevölkerung. Freie Stellen, 11%, 4%, 6% Arbeitslosigkeit. Also, wir bräuchten so ein bisschen Arbeit für Spitzenkräfte. Das ist schon mal gar nicht so unwichtig. Jetzt muss ich mal kurz schauen, was haben wir hier schon für Büros hingestellt und was nicht. Da gehe ich mal ganz kurz auf Industrie, nee, Einzelhandel und dann mal hier auf Spezialbauten. Okay, das Ding haben wir. Wie sieht es bei der Industrie aus? Haben wir da auch irgendwie Sternchen, die wir hier auswählen können, Spezialbauten, das geht alles erst ab 500.000. Okay, also wir müssen uns ein bisschen an die 500.000 ranarbeiten. Ich schaue gerade mal, wie sieht es aus mit der U-Bahn, S-Bahn, U-Bahn. Einmal mal so einen kurzen Rundumblick, bevor wir dann so richtig reinstarten. 65%, das hier sieht alles gut aus. Beim Bus, ist auch, warum wird hier nichts angezeigt? Was ist mit der 7 los? Verstehe ich jetzt nicht, aber ist auch erstmal okay. Wir lassen das erstmal so. Ja, wir warten jetzt mal so ein bisschen, bis die Einwohnerzahl sich dann auch gesteigert hat. Und in der Zwischenzeit können wir mal hier schauen, was ist hier so. Schwerindustrie findet keine Angestellten, Stadt hat einen schlechten Ruf bei der Hightech-Industrie. Ja, das wollen wir auch noch ein bisschen verbessern. Aber der Rest sieht eigentlich erstmal sehr, sehr gut aus. Was haben wir hier? Arbeitslosigkeitsrate bei Spitzenkräften hat ein gefährliches Niveau erreicht. Ja, aber wir können ja auch, wir werden ja richtig viele große Büros, wo auch die Spitzenkräfte dann dazukommen, bauen, wenn wir hier bei den 500.000 wieder sind. So, ansonsten Verkehrsprobleme, ja, das ist leider wirklich ein Problem. Und ich weiß leider nicht so genau, wie ich es verbessern soll. Ich weiß gar nicht, wir hatten hier ja Umgehungsstraßen. Wir wollten ja hier auch so eine Autobahn hier einmal rumbauen, um das so ein bisschen anzupacken. Aber für die Autobahn brauchen wir halt auch erstmal ein bisschen, ja, ein paar mehr Einwohner. Deswegen müssen wir halt erstmal warten. So, haben wir denn noch überhaupt Wohnraumbelegung 77%, Arbeitslosigkeit 3%. Also ich würde mal sagen, wir bauen hier nochmal so ein bisschen, ja, lockere Industrie, damit wir hier so ein paar Arbeitskräfte bekommen, gerade für die Einwohner, die ungelernt sind. So, das könnte man hiermit ganz gut machen. Und ich werde dann hier vorne vielleicht nochmal so einfach hier mal so ein bisschen, ja, oder machen wir mal zwei Gebiete draus, sonst sagt er uns gleich sowieso wieder, ist viel zu groß das Gebiet. Genau, viel zugewiesenes Gebiet ist zu groß. So, dann machen wir mal von hier bis hier, bis hier und dann das Gebiet fertig. Und dann hier vielleicht auch nochmal. So, und dann haben wir auch wieder ein paar Arbeitsplätze für die Geringverdiener und es dauert auch nicht mehr lange. Ich spule hier auch mal
Bis wir dann wieder bei einer halben Million sind. So. 491.000, 92.000, 93.000, 94.000. Es dauert nicht mehr lang, bis wir hier wieder die halbe Million geschafft haben. Und das ist jetzt der Fall. Gut. So, das heißt, jetzt können wir dann wirklich mal wieder ein bisschen was Frisches, was Neues bauen. Also, Schwerindustrie, da hat sich nichts geändert, hier hat sich nichts geändert, hier hat sich nichts geändert, hier hat sich was verändert. Das heißt, wir können jetzt hier, ja, Datensicherung, Sicherung von Multimedia-Daten. So, Bürodienstleistung, Stahl-KG, produktionsgewerbliche Produktion, spezialisiert auf Interaktion zwischen Mensch und Maschine. Ja, ist mir egal, was dahinter steckt. Hauptsache, es sind Arbeitsplätze und die stellen wir mal hier ins Büroviertel. Zack. Am besten alle drei. Haben wir hier unsere Business Class quasi. So, und dann haben wir nämlich auch wieder ordentlich Arbeitsplätze für die Spitzenkräfte. So, denn wollen wir nochmal ganz kurz schauen, wie sieht es denn bei den anderen aus? Wobei, wir können ja mal gucken, was haben wir hier Schönes Neues. Hohe Dichte hatten wir vorher auch, sehr interessant. Hier haben wir jetzt mittlere Dichte, ich glaube, aber das hatten wir vorher auch. Bin mir jetzt gerade nicht sicher. Mittlere Dichte, hohe Dichte, ist eigentlich auch nichts Neues. Schwerindustrie, hohe Dichte hier, also ich weiß auch nicht, warum man mir das alles gelb anzeigt, aber okay. Nehmen wir mal so hin. So, Einzelhandel, hohe Dichte, bin ich der Meinung, hatten wir auch schon. Designerhotel, das kann sein, dass das vielleicht neu ist. Hightech-Hotel. Profitiert von Passagieren. Führungskräfte, exzellent für viele Gäste. So, was haben wir hier Schönes? Peace Hotel, also da wird, das ist jetzt Spitzen. Oh, das hat viele, viele. Oh, plus 5% Bürogewinne. Also, das würde ich sagen, das bauen wir hier mal mitten in den Bürosektor rein. Und da haben wir auch viele, viele neue Arbeitsplätze. Das ist schon mal sehr, sehr gut. So, haben wir hier irgendwas Schönes, Neues? Kraftstoff. Aha, erhöht die Produktion von nahegelegenen Raffinerien. Das heißt, wir gehen hier mal rüber. Denn hier haben wir ja ein paar Raffinerien. Zack. So. Großes Kraftwerk. Produziert viel Strom. Ich schlüssel das mal auf. Dann haben wir da ein bisschen, haben es da ein bisschen einfacher. Also, ich weiß jetzt nicht, wie es mit dem Strom aussieht. Ich gucke gerade mal auf den Handel. Strom, 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 Strom. Strom haben wir zu wenig, wieder mal. Das heißt, ja, warum nicht? Haben wir es hier auch nochmal rein? Können wir ja mal hier hinten machen oder so. Ist im Prinzip ja mal wurscht. So, was haben wir hier Schönes? Wasser. Erhöht die Produktion von nahegelegenen Wasserreservoirs. Wunderbar. Und hat auch wieder ein paar Arbeitsplätze mit sich. So, dann gehen wir mal hier unten hin. Gucken wir mal. So, wo genau war das? Hier vorne, wa? So, das ist nämlich hier auch ein Wasserreservoir. Das kommt dann hier vorne mit hin. Und ich weiß nicht, wie teuer war das? Geht eigentlich, ne? Betriebskosten 13.000, naja gut. Okay, können wir jetzt eh nicht mehr bauen. Jetzt brauchen wir nämlich wieder erstmal wieder neue Wasserreservoirs. So, Abfallverwertung. Erhöht die Produktion von nahegelegenen Abfallproduktionen. Also bei 500.000 ist wirklich mal ein richtiger Quantensprung. Muss man mal wirklich so sagen. Recyclinganlage. Wo haben wir denn hier eine Recycling? Aha. Zack. So. Verbrennungsanlage, ne? Dann, was haben wir hier? Kraftstoff haben wir jetzt nichts Besonderes. Städtische Einrichtung. Rathaus. Können wir das etwa upgraden? Nein, ich glaube nicht.
So, wir gucken mal. Großes Rathaus. Ja, ist glaube ich auch. Größer geht's glaube ich nicht, ne? Das hier ist. Könnte man auch mal ein bisschen. Naja, das wird schon passen. So, Gesundheit. Was haben wir hier denn Schönes? Mehrzweckstation, das hatten wir aber vorher auch schon alles. Bildung. Oh ja. Also, was die Bildung angeht, haben wir hier wieder ein bisschen was neu dazu bekommen. Einmal die Privatschule. Benötigte Arbeitskräfte, das ist auch wieder sehr, sehr angenehm. Da würde ich gerade hier vorne sagen, in diesem Bereich, dass das nicht ganz unwichtig ist. Meinetwegen auch hier. Ich weiß jetzt nicht, was hier alles, was da alles abgedeckt wird. Ja, im Zweifel lieber hier vorne hin. So. Da sitzen ja die Bonzen. So, und eine Universität. Die sollten wir aber dann so ein bisschen, ja, plus Zufriedenheit und Bildung in der gesamten Stadt. Das heißt, die kommt hier auch schön in die Mitte dann hin. Sicherheit. Was haben wir hier Schönes? Polizeihauptverwaltung. Wacht über die Sicherheit der ganzen Stadt. Wunderbar. In der Mitte haben wir noch Platz. Stellen wir hier sofort hin. So, darauf habe ich nämlich nur gewartet, dass diese stadtweiten Anlagen kommen. Das ist wieder Stadtviertel. Hier haben wir nichts. Dekoration, ja, auch nicht wirklich was. Transportwesen, da haben wir jetzt halt was Neues. Und zwar haben wir hier Schnellstraßen. Genau, wir haben hier Autobahnkreuze und so weiter und so fort. Das machen wir, da gucken wir dann mal in der nächsten Folge, wie wir damit hinkommen. So, ich will mal eben ganz kurz schauen, wie sieht es mit Strom aus. Oh, Frachtkapazität ist fast wieder am Limit. Strom, naja. Okay, ich beachte das. Ich warte mal ab, wie das so aussieht. So, was ist denn hier? Schlechten Ruf bei den Hotels und bei den Urlaubshotels. Warum? Ja, warum? Also wenn es da jetzt ein paar... Naja, sie brauchen Spitzenkräfte und so weiter und so fort. Also wir müssen sowieso, bevor wir hier relevante Informationen rausholen können, müssen wir sowieso jetzt erstmal sorgen, dass hier überall, wo wir jetzt neue Sachen gebaut haben, und das ist gerade hier bei qualifiziert Führungskräfte und Spitzenkräfte so, dass wir da auch wirklich den Leuten dann wieder neuen Wohnraum bieten können. Deswegen würde ich mal anfangen, dass wir hier nochmal so ein paar Wohngebiete ausweisen. So, das scheint neu, wirklich neu zu sein, dass wir hier mittlere Dichte jetzt haben. Bei den tollen Leuten. So, machen wir direkt mal zwei Wohngebiete draus. Ah, wenn das mal nicht zu groß ist. Es liegt am Winkel. Okay, dann machen wir das. Dann machen wir das so, dass wir hier rangehen. Ne, direkt hier in die Straße bitte. So. Genau. Und dann. Oh, das wird wohl nichts werden. Na doch. Perfekt. So, und dann können wir hier noch Führungskräfte machen. Dann haben wir das auch. Ja, von denen könnten wir eigentlich noch ein paar mehr brauchen, aber wir haben ja auch noch, wir können ja auch noch woanders bauen. Wir müssen ja nicht hier innerhalb dieser Grenzen bleiben. Ich würde nur, bevor wir hier denn noch weitere Stadtgebiete machen, würde ich halt zwischendurch eine Autobahn gerne ziehen. Und hier vorne haben wir ja auch noch massig Platz, ne? Da können wir dann ja auch noch mal von den Jungs hier ein Gebiet hinbauen. So, das ist jetzt eh zu groß, ne? Ne, geht gerade noch, sehr gut. Mit den Hotels stimmt was nicht. Oh, das ist aber schade. Kümmern wir uns später drum. Erstmal wollen wir hier natürlich ein bisschen Gas geben.
So, und... So. Ja, und hier unten, dann können wir vielleicht auch noch... Kann ich Schaden... Einmal... Und zweimal. Und dann ist hier unser erstes, in Anführungszeichen, Wohngebiet, was wir hier gebaut haben. Dieser Kreis ist dann in allererster Linie schon mal fertig. Sehr schön. So, dann wollte ich eigentlich nochmal ranscrollen. Wir machen, wie gesagt, nächste Folge. Wollte ich mal gucken, ob wir da schon das schaffen. Oder ich schau mal gerade. Freie Stellen, das ist schon mal gut. Arbeitslosigkeit. Also die Leute kommen ja jetzt erst an. Hier haben wir eine Arbeitslosigkeit. Aber ganz im Ernst... Hier vorne haben wir frisch neu gebaut. Und da werden dann auch neue Unternehmen einziehen, weil denen geht es eigentlich soweit ganz gut. Das Problem, was wir hier noch haben bei der bescheuerten Hightech-Industrie, ist, dass die Qualität des Lebensumfeldes ein bisschen schlecht ist. Aber da werden wir noch beigehen und so weiter und so fort. Also das habe ich nicht vergessen. Und ja... Ich pick mir hier für ein Screenshot nochmal, für ein Thumbnail nochmal eine richtig schöne Protzvilla raus. Wobei die Protzvillen, die sind ja eher in den einzelnen Gebäuden und nicht bei diesen großen. Hm, naja, das ist... Ach, guck an, mit... Na okay, das ist doch schon dekadent genug für uns, ne? Dass wir da ein schönes Bildchen von machen können. Ah, sieht aber nicht so geil aus, ne? Wenn das Wasser ein bisschen blau wäre, fände ich es irgendwie... Fände ich es schon geiler. Kann man besser erkennen, dass das wirklich ein Pool ist. Ansonsten bedienen wir uns hier einfach bei den anderen. So, machen wir es so. Und nächste Folge geht es dann hier weiter, Leute. Ich speichere zwischendurch, damit wir hier bloß keine Abstürze haben. Und naja, wäre schön, wenn wir uns dann wieder sehen. Macht's gut, bis dann, hier bei Cities XXL. Und wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen hoch da lassen. Bis dann. So, was haben wir hier noch? Wasserwirtschaft, wie auch immer. Bis dann. Tschüssi.